Ahoi Leute, willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed 3. Ich habe jetzt nur eine kurze Pause zwischen den Parts gemacht, weil ich habe hier Dobby gefunden. Proviant haben es dann. Okay, meine 2 Sekunden haben es gerade geschafft. Ich habe es noch 2 Aufträge, glaube ich, gestartet. 3. Nice Tricks, by the way. Kommt mir bekannt vor. Ist das so? Nun, ich weiß nicht, wer der Mann ist, aber eines ist sicher. Er ist weder Patriot noch Brite. Er hat ein befestigtes Lager um das hiesige Wasserreservoir errichtet. Die konfiszierte Ernte, das Fleisch, einfach alles wird dorthin gebracht und zu unglaublichen Wucherpreisen verkauft. Wie kommen wir rein? Ein paar Einheimische werden mit uns kämpfen. Okay. Den einfach der Templer töten, ja, das kriege ich noch gerade hin. Okay, da. Ich bin hier einfach durchgelaufen, auf einmal stand ich da so und dachte so, okay, dann mache ich jetzt hier einfach ein Part. So. Warum habe ich nur 2 Assassinen? Müsste ich nicht. Ach nee, ich habe ja. Stimmt, ich habe den einen ja noch so weggeschickt. Einer ist auf dem 5-Minuten-Auftrag noch und die anderen müssten jetzt nur 1 Minute weg sein. Okay, da sind sie auch alle wieder schon. Beziehungsweise einer jetzt ja nicht. So. Also ich bin gerade echt so ein bisschen perplex, was es alles in Assassin's Creed 3 gibt. Es gibt hier so aus allen Teilen das zusammen, aber irgendwie wird hier nichts erklärt. Also, was haben wir denn noch bekommen jetzt von der Aufwiegeln? Locken. Locken, was ist denn Locken? Ich bringe die einfach um und fertig. Achso, das ist die Diebin oder was? Allahu Akbar! Scheiße! Scheiße. Und wer genau seid ihr? Jemand, der Männer wie ihn ihrer Macht berauben will. Als Zeugin eures Könnens belasse ich es dabei. Solltet ihr je meine Klinge brauchen, so helfe ich euch gern. Ich kann was ganz anderes von ihr gebrauchen, glaube ich. Ach scheiße, das kann ich doch nicht sagen. Lauer, dann springe ich mich nur noch in die Luft da. Sehr gut. Grandioses Spiel. So, da wir jetzt noch einen extra Part gemacht haben, mache ich einfach mit der Benedikt auch noch ein bisschen weiter. Beziehungsweise ich gucke hier kurz nochmal. Nein, Moment, das war so. Und dann auf X. Ja, okay, sehr gut. Q-Back oder Keep. Ach, keine Ahnung, wie das heißt. Dann machen wir einfach das hier. Also 80%, das schaffst du schon alleine. Und dann haben wir hier New Hampshire. Wird ausgeführt, okay, das dauert noch 10 Sekunden. Massachusetts kann ich aussprechen. 3 Eier. Ja, das reicht so. Was haben wir noch? Connecticut, das hat schon 2. Ich glaube, das soll ich noch nicht machen. New York hat 3. Pennsylvania hat hier noch irgendwas. Ah, die haben wir noch 1 Stern, dann machen wir hier unten noch weiter. South Carolina. Da packen wir dann dich rein. Starten wir mal. Du bist auf Rang 0. What the fuck? Und Georgia haben wir auch noch. Dann machen wir da Augusta. Da haben wir dann dich rein. Haben wir sonst noch was freigeschaltet? Wird ausgeführt. Okay, dann haben wir nichts mehr. So. Sehr gut. Dann machen wir jetzt die Benedict Arnold Mission. Oh Gott, wir haben erst ein Assassin wieder, stimmt, ja. Oh, ich habe schon 25.000 wieder, woher auch immer. New Hampshire, so. Eine patriotische Flucht. Ja, da die sowieso jetzt alle nichts zu tun haben, schicke ich einfach beide hin. Vor allem, man kriegt das ja nicht mehr auf 100%. Damals habe ich immer gehofft, dass es 100% wird, aber da die Typen sowieso nicht sterben, können, ist es eigentlich komplett egal.
Und das hier bestelle ich nochmal auch noch. Ich kann es. Ach super, ich kann es nicht umstellen, während sie weg sind. Na gut, er hat selbst wieder auf Attentat gestellt. Das ist nett. Danke, Spiel. Eine unabhängige Regierung. Rekrutenauftrag. Was? Was? Kriegen die jetzt eigene. Moment mal. Warum ist hier ein See? Neue Auftragsattentate freigeschaltet. Ich bin immer noch gerade ein bisschen perplex. Was denn mit Nordbezirk umstritten? Frei, das ist doch klar. Okay. Ist das jetzt so, dass meine Assassinen sich eigene Assassinen suchen? Weil damals war es so, man hat sich selbst die Assassinen gesucht. Aber da das jetzt unabhängige Regierung heißt, denke ich mal, dass meine Assassinen sich selber kleine Assassinen suchen und so vielleicht die Aufträge besser schaffen, weil die halt Unterstützung haben. Da stand ja unter Prozent Unterstützung oder so. So wird es vermutlich laufen. Und hier sind immer die Loyalisten oder was? Hallo? Ich habe übrigens eure Organisation zerstört. Es tut mir ein bisschen leid, aber naja. Aber es sieht so. Ja, mach. Wie lange haben wir überhaupt noch? Das sieht aus wie so eine DLC-Mission. Die mache ich jetzt erstmal nicht. 13 Minuten, ja. Dann können wir noch nach Fort Valley laufen. Forge Valley. What? Okay, du willst da nicht durch? Danke, Pferd. Ist mir auch nur, dass man mit Pferden eigentlich durchlaufen kann. Scotch Plains. Oh Gott. Lass den Bogen in Ruhe. Der hält schon. Meine Güte. Okay, so. Boston. Da müssen wir auch nochmal hin eigentlich. Okay, das wird auf jeden Fall ein extra Part. Können wir hier... Können wir nicht. Oh, shit, what up. It's that boy. Los, Plätze. So heißt das Pferd in Witcher 3 übrigens. Wo ich auch sagen muss, dass ich das Spiel gar nicht so gut bisher finde. Hallo. Ignoriert mich einfach. Gott, ey, ich kann echt gar nichts auf dem rechten Teil des Bildschirms gerade sehen. Assassinen-Gilde. Können wir hier durch oder ist das zu tief für das Pferdchen? Neue Auftragsattentate freigeschaltet. Die Kuh kann ich leider nicht klauen und drauf reiten. Das wäre auch zu schön. Troy's Wood. Okay. Irgendwelche Pferde-Troy's Leute hier? Oh, Leichen. Beziehungsweise. Was bist du denn? Ein Hinweis. Hier war bestimmt ein Hase, oder? Ja, Blümchen sind Hasen. Naja, immer irgendein Hasen getötet, ne? Das ist das Einzige, was zählt. Dann haben wir noch ein Hase. Ja, schön, brauche ich nicht. Ich habe sowieso schon genug Hasenpelz und Hasenfleisch und alles mögliche von Hasen. Ich brauche eigentlich, glaube ich, nur noch Lux oder so ein. Oder ich glaube, nee, Vapitis auch noch. Falls ich zwei Vapitis finde, kann ich die auch noch töten. Oder Hase. Ich habe nicht mal Lust, dich zu töten. Ah, du bist ein Pferd, sehr gut. Los, Pferdchen. Hühot. Auf geht's. Ist das schon wieder Wasser oder kann ich da lang reiten? Ah ne, das ist eine Straße. Oho, ne, ist Wasser. Es geht doch rüber! Willst du mich verarschen? Das ist echt zum Kotzen. Kannst du dein Pferd nicht mal einen Meter mitnehmen, weil hier überall Wasser ist, was ein Millimeter zu tief ist. Ein Millimeter aber nur. Ist das jetzt ein Elch? Oder ein Vapiti? Sag mir bitte, es ist ein Vapiti. Oh,
Allahu Akbar! Hallo, nein, nicht weg! Ich brauche ich noch! Oh, scheiße. Ich brauche noch ein Wapiti-Fleisch. Ja, wir finden hier bestimmt noch ein Wapiti. Ich bin aus Pferdchen. Nein, aus Pferdchen. Es ist nicht Pferdchen. Der Krieg nähert sich Rhode Island. Oh Gott, wieso denn das? Jamie Calais wurde verletzt. Ja, schön. Was, komm ja greif mir an, du Drecksvieh. Hast du Angst? Was? Hier! Wapiti! Krieg! Oh, willst du mich verarschen? Kommt her! Verarsch mich jetzt nicht! Drecksvieh! Der Wapiti will's doch wissen, ey! Jetzt komm her! Los! Ist es tot? Ja, endlich! Meine Fresse, ey! Nach Nachladen abbrechen, egal. Beschälter Wapiti-Pelz. Quittierte Jagdbeute. Super, das hat mir nichts gebracht. Also, ja, klingen wir oben. Würde das ein gutes Vieh gewesen sein, hätte es mich einfach angegriffen und ich hätte es einfach mit Quicktime-Events getötet. Aber nein, ich wollte immer nicht weglaufen. Scheiß Vieh. Ich glaube, wir sind Wölfe oder so. Oder was ist das für eine gruselige Scheiße da hinten? Ich finde bestimmt noch ein Drecks-Wapiti, was ich töten kann. Was ist denn das? Ich glaube, in diesem Part mache ich nicht 7 Minuten. Vielleicht komme ich sogar noch dahin. Ist das ein Wapiti? Ja, ein Wapiti hat sich hier ausgeholt. So. Noch ein Stückchen. Ja. Oh Gott, nein! Jetzt komm her! Wapiti! Das ist viel. Du kommst doch noch hoch? Was, ja? Oh, nice. Sehr gut. Meins. Drecks Wapitis. So, jetzt habe ich das auch noch geschafft. Wapiti-Pelz, Wapiti-Fleisch und Wapiti-Herz. Das will ich eigentlich gar nicht haben, aber egal, ich hab's. So, dann schaffen wir es in 7 Minuten noch darüber zu laufen. Rekrutenauftrag erfolgreich, sehr gut. Hätte ich das von Anfang an gewusst, ey. Oh Gott. Ich wette, wenn ich diese Maritim-Aufträge mache, kriege ich auch noch welche richtig guten Boni, die ich aber auch nicht mache, weil ich das am Ende machen will irgendwann. Das ist ein interaktives Gespräch. Duncan Little wurde verletzt. Was? Wieso denn das? Hey, what the fuck? Warum guckt ihr mich jetzt böse an? Ich gehöre zu euch, Leute. Jetzt mal im Ernst. Hör auf mit der Scheiße. Ich finde das nicht lustig. Reden wir erstmal mit Hathem. Gott, nee. Guck mal schon wieder. Was soll denn das? Ich gehöre zu euch. Wisst ihr noch? Misstrauisches Vertrauen. Du denkst, ich bevorzuge ihn. Mein Feind ist eine Idee, keine Nation. Es ist falsch, Gehorsam zu fordern. Ob britische Krone oder das Templerkreuz. Und ich hoffe, dass die Loyalisten das auch lernen, denn auch sie sind Opfer. Du bist gegen Tyrannei, Ungerechtigkeit. Doch das sind nur Symptome. Die wahre Ursache ist menschliche Schwäche. Warum glaubst du, versuche ich dir deine Irrtümer aufzuzeigen? Du hast viel gesagt, ja. Aber gezeigt hast du mir nichts. Das sollten wir dann wohl ändern, nicht wahr? Ja, das wäre ganz nett. Sir? Hallo, Connor. Was führt dich her? Die Briten ziehen ihre Truppen aus Philadelphia ab. Sie marschieren nach New York. Nun gut. Ich schicke unsere Truppen nach Monmouth.
Wenn wir sie erwischen, könnte sich endlich das Blatt wenden. Und was ist das? Private Korrespondenz. Natürlich privat. Interessiert dich, was draufsteht, Connor? Es scheint, dein teurer Freund hier hat einen Angriff auf dein Dorf befohlen. Wobei Angriff wohl noch freundlich ausgedrückt ist. Sagt es ihm, Commander. Wir erhielten Berichte über Indianer, die mit den Briten kooperieren. Ich gab den Befehl, dem ein Ende zu machen. Indem man ihre Dörfer niederbrennt und ihren Boden salzt. Indem man sie ausrottet, so wie es in dem Brief steht. Und nicht zum ersten Mal. Erzählt ihm, was ihr vor 14 Jahren getan habt. Das war eine andere Zeit. Der Siebenjährige Krieg. Und da siehst du nun, was aus diesem so großen Mann wird, Unterdruck. Er sucht Ausreden, schiebt die Schuld von sich. Er macht wirklich sehr vieles, außer Verantwortung übernehmen. Genug! Wer was getan hat, muss warten. Mein Volk ist wichtiger. Dann lass uns gehen. Nein. Uns gibt es nicht mehr. Sohn. So weich erscheine ich dir, dass mich Sohn zu nennen schon alles richten würde? Wie lange wusstest du schon davon? Oder soll ich etwa glauben, du hättest es gerade entdeckt? Meiner Mutter Blut befleckt vielleicht eine andere Hand. Doch Charles Lee ist ein Monster. Und was er tut, macht er in deinem Auftrag. Eine Warnung an euch beide. Folgt ihr mir oder haltet mich auf, dann töte ich euch. Okay, damit habe ich es auch nicht gerechnet. Nicht den Boden berühren. What the fuck, wieso nicht? Ist hier bitte ein Weg rüber? Das wäre echt super. Das sieht so aus, weil hier Büsche wachsen. George Washington aktualisiert. Oh, ein Biber, oh Gott, noch einer. Pferdchen! Jetzt renn doch nicht weg, du Scheißvieh! Ach, meine Fresse! Was soll die Scheiße? Ich soll die totschlagen oder was? Ich dachte, das ist jetzt so ein Bote, den ich da nur umbringen muss und ja. Wenn man sich das anguckt, wie weit das noch ging, hätte man sich auch denken können. Aber nee, ich springe erstmal direkt auf den Boden. Egal. So, Zeitlimit für Aufhalten des Patriotenboten. Patriotenboten, sehr gut. Ach Gott, aber was. Die Scheiße von dem Pferd habe ich schon wieder angekotzt. Ja, oder ein Stein im Weg. Reit die nicht rüber. Klappt anscheinend nicht mal. Also ich konnte das Schwert nicht mal auf dem Pferd ziehen. Los, greif mich an. Ich kann dich immer noch nicht. Ja, komm, los. Entwaffnen, zack. Totschlagen. Wo ist mein Pferd? Ja, Drexy. Auf geht's. Ja, ich kann mein Schwert nicht ziehen. Oh, ich habe noch einen Fort gefunden. Sehr gut. Duquesne. Oder so. Aller Forts entdecken? Mir fehlt noch ein Fort? Was? Okay, gut. Wo ist denn das überhaupt? Achso, ja, hier oben war ich ja noch nie wirklich. Warte mal, what the fuck, wo sind wir hier? Hä? Achso. Ach so. Zeit für das Aufhalten der Patriotenboten. Ja, schaffe ich auch nicht, glaube ich. Also das ist der letzte. Das habe ich wenigstens geschafft, sehr gut. Ich wette, es brennt schon oder so. Die Sullivan-Expedition. Isaac Potts Haus. Was? Wie lange haben wir noch? Der Part müsste eigentlich jetzt vorbei sein, oder?
Ja, nach 3 Sekunden. Okay, dann machen wir damit im nächsten Part weiter, würde ich sagen. Ich hoffe, es hat euch gefallen, Leute. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.